Es ist ein Ort, auf den die Menschen gewartet haben. Und im Dezember vor einem Jahr wurde die Dauerausstellung hier an diesem historischen Ort eröffnet. Seitdem haben wir über 30.000 Besucher und Besucherinnen haben sich diesen Ort angeschaut. Und man kann festhalten, das Thema der Polizei in drei politischen Systemen am historischen Ort ist das, was diesen Ort besonders stark macht und was auch wirklich das Interesse bei den verschiedensten Besuchergruppen gerade fördert. Also wir haben bisher eigentlich nur Ausstellungen gesehen, die die Opfer betrafen. Und hier haben wir eine Ausstellung, wo die Täter herausgestellt werden und wo man einfach auch mal so schwarz auf weiß lesen kann, wie das eigentlich alles gelaufen ist. Tatsächlich befinden wir uns hier in einem historischen Bau. Das Gebäude hat sich stark verändert, äußerlich, aber in der Bausubstanz, in der Raumaufteilung finden wir hier tatsächlich Strukturen vor, die 120 Jahre alt sind. Ende des 19. Jahrhunderts wurde es vom Besitzer auf die Dimension ausgebaut, wie es heute in der Stuttgarter Innenstadt hier steht. Allerdings hat sich der Hoteleigentümer während des Ersten Weltkriegs verkalkuliert. Er musste verkaufen und 1928 beginnt dann die Geschichte des Hotel Silber als Polizeidienststelle, die uns hier im Museum natürlich besonders interessiert. Ja, also im Jahr 2008 wurden ja zum ersten Mal die Pläne bekannt vom Land Baden-Württemberg zusammen mit der Firma Bräuninger, dieses ganze Areal hier umzugestalten, neu zu bebauen. Und dann haben sich daraufhin einige Organisationen zusammengetan, um gegen diesen Abriss was zu tun, weil das Hotel Silber ja ein wichtiger historischer Ort ist. Und das ist das Hotel Silber natürlich vor allem deswegen, weil hier zwischen 1933 und 1945 der Sitz der Gestapo-Zentrale für ganz Württemberg und Hohenzollern war. Und wir brauchen vor allen Dingen solche Gebäude, solche Mahnmale, sage ich mal, wie dieses Hotel Silber. Bei den Führungen passiert es uns total oft, also besonders in der Anfangszeit, dass jemand auf uns zukommt, der sagt, mein Onkel, meine Tante, meine Eltern waren hier. Und das ist, glaube ich, seit es diesen Ort gibt, in vielen Familien so aufgebrochen. Aber was mich stark beeindruckt hat, waren auch die Zitate gleich zu Beginn, wie sich das dann entwickelt hat, hin zur totalen Diktatur. Wir stehen hier im letzten Raum der Ausstellung im Hotel Silber zur Polizei und Verfolgung. Und was mich jedes Mal freut und überrascht ist, dass die Menschen Lust haben, über diese Fragen zu diskutieren. Darüber komme ich mit Erwachsenen ins Gespräch, aber auch mit Schülerinnen und Schülern, die schon 2 Stunden in den Knochen haben. Die blühen nochmal richtig auf, wenn sie darüber sprechen sollen, werden alle Menschen von der Polizei gleich behandelt? Oder könnte in Deutschland wieder eine Diktatur entstehen? Also diese Stück Holz an der Wand, was man so eingeritzt hat, als man so die Leute in den Zellen waren. Ja. Das hat mich so beeindruckt. Ja. Zunächst einmal lebt dieser Ort von der Dauerausstellung, aber auch eine Dauerausstellung braucht immer wieder neue Anlässe, um besucht zu werden. Das geschieht zum einen durch Veranstaltungen, indem wir zu den verschiedenen Themen, die hier an diesem Ort auch ausgestellt sind, Podiumsgespräche machen, Lesungen machen, Filmabende, Vorträge. Was auch weiterhin geben wird, das ist eine Kooperation mit einer Stolperstein-Initiative und nennt sich heute Stolperkunst und machen kleine und größere Theaterprojekte, die die Geschichten von Stolpersteinen zum Inhalt haben oder mitverarbeiten. Also 2020 haben wir eine Menge vor. Wir werden natürlich eine ganze Reihe von Veranstaltungen hier in unserem Veranstaltungsraum haben. Wir werden nächstes Jahr den Katalog zu unserer Dauerausstellung fertigstellen, sodass Besucher eben auch etwas mit nach Hause nehmen können, etwas zum Nachlesen. Wir werden mit Hochdruck an unserer ersten Sonderausstellung arbeiten, sodass 2020 für das Hotel Silber und auch für Besucherinnen und Besucher hier ein sehr spannendes Jahr wird. Es ist schon interessant, einfach auch die Personen, auch vielleicht manchmal Namen zu sehen oder zu lesen. Und einfach diese ganzen Details, wobei wir jetzt gerade gesagt haben, wir kommen nochmal, weil das natürlich sehr viel ist für einen Tag. Ja, gut. Yes.